Okidok, da sind wir wieder. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Süden. Und wie man auf der Karte jetzt unschwer erkennen kann, wir sind jetzt quasi auch im südlichen Bereich der Karte angekommen und wir dürfen jetzt auch in Richtung Süden fahren. Und ich glaube, unsere letzte Info war gewesen, boah, da gibt es irgendwo so eine Kampfarena, wo man sich mit anderen messen kann. Ich guck mal gerade nach, was ist das hier eigentlich? Da kommt man da und wenn, warum? Man kommt doch da gar nicht rein. Das ist ja Quatsch. Na egal, soll mich nicht interessieren. Da kommt auch nochmal ein Random Encounter. Warum auch nicht? So, drei von den Viechern, Horhelm. Ich würde sagen, wir probieren sie mal mit... Das geht auf alle. Genau, probieren wir das mal. Oh, wir haben ja einen neuen Move gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was das für einer ist. Hinweis, Harkan-Kampf. Ach ja, wir haben ja gegen Lady Harkan gekämpft. Hat nichts mit einer Harke zu tun. Und haben da einen neuen Move bekommen. Was mache ich denn hier nochmal? Ich mache Blast, geht auch alle, genau. So, dann müssten wir die Viecher ja auch gleich platt haben. Rums die Bums. 613 Damage. Brutaler Angriff. Uh-oh. Ja, das stimmt, Frau Schafi. Das war's. Gut, 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 gut. Einmal die ganzen Gegner wegwemsen. Einer ist schon mal down. Fehlen nur noch zwei. Rödel, 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 rödel. So, und auch die sind platt. Wunderbar. So kann es weitergehen. Ja, 600 XP. Gut, okay. Solche Kämpfe kann ich mir dann doch schenken, weil das bringt ja halt nicht so viel. Aber ich meine, auf der anderen Seite müssen wir sie trotzdem mitnehmen. Ach, das ist ein Kreuz. Naja, gut. Egal, machen wir. So, hier unten können wir anlanden, wie es aussieht. Da steht ein Schild. Da bin ich jetzt wirklich da unten? Ich bin da ganz unten. Ja, das stimmt. So. Ja, wir sind keine Pappmenschen. Kann man so sagen. Ja, du, ach, man muss doch auch nicht immer, man muss doch nicht immer übertreiben. Doch, alles gut. So, ach, hier die Goblins, Lord Orc. Aha, okay. Ach komm, wir probieren es einfach mal so. Mal gucken, was da... Nö, ich möchte kein Heißgetränk, danke. Alles gut, ich hab mein Wasser. Rau! Okay, der erste ist platt. Mal gucken, was da draus wird. Ein Highbreak. Ein hoher Bruch. Au, 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 au. Das ist aber nicht nett. Oh, die machen auch gut Damage. Ich meine, sind zwar nur in Anführungsstrichen 100. Aber auch 100 Damage tun wir. Also 100 HP Verlust. 300 natürlich noch mehr. Das ist dann nicht nett. So. So, zweite Goblin ist auch platt. Und den dritten schnappen wir uns auch so gleich. Rau. Ja, okay, da fehlt noch ein Stück. Aber jetzt ist er down. Wunderbar. Auch den haben wir gemacht. Goodie, goodie, goodie. 2400. Guck mal, das bringt schon viel, viel mehr. Und drei Trankbären bekommen. Das lohnt sich auf jeden Fall schon mal ein klein wenig mehr. Habe ich die... Warte mal, habe ich jetzt eigentlich so ein Knacken auf dem Ohr? Ich habe gerade irgendwie so ein Knacken im Ton gehabt. Ich weiß gar nicht. Ich muss mal drauf hören. Der Flo! Was ist denn jetzt los? Wo kommst du denn her? Hä? Was ist da los? Flo, einen schönen guten Abend wünsche ich dir, mein Lieber. Na, Frido? Alles gut bei dir? Hagelkämpfer, willkommen auf der Insel des Konflikts. Was ist da los? Na, nicht viel. Hier ist nicht viel los. Ah, der Ton spinnt gerade irgendwie. Ich höre es immer auf dem rechten Ohr. Ist irgendwie so blub, blub. Komische Geräusche. Hinterhalt. Oh, zwei lila Lindwürmer. Klingt immer so, wie wenn ich früh aufstehe. Muss gleich nochmal nach dem Ton gucken. Das ist irgendwie komisch. Ich habe vorhin mal seinen Emulator umgestellt. Und jetzt macht er irgendwelchen Quatsch hier. Tja. Du kommst doch bestimmt nur, um mir zu sagen, wie scheiße ich Metal Gear spiele, oder? Könnte ich mir vorstellen. Oh, was ist das denn? Das war ein interessanter Move.
gerade mal Zeit, wenn das Kind endlich mal schläft. Ja. Und dachte mir, ich guck mal wieder rein. Ja, das ist nett. Dankeschön. Ja, alles gut soweit. Soweit. Grüße mal diese komischen Statusveränderungen hier loswerden. Mein Gott, weil ich einmal auf eine Mine getreten bin bei dem Spiel. Ich weiß, dass man die Dinger aufsammeln kann. Ich hatte in dem Moment wahrscheinlich nicht mehr dran gedacht, oder ich weiß nicht, war geistig umnachtet oder irgendwas war da wohl. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ja, einmal. Ja, vielleicht auch zweimal. Mein Gott, gibt's Schlimmeres. Ich habe letztens gesehen, man kann dieses Spiel in sage und schreibe 45 Minuten durchspielen. 45 Minuten, ey. Speedrun liegt irgendwie bei, ich glaube, 48 Minuten oder so mittlerweile. Der Hammer, ey. Freu mich, ey. Ich meine, die ganzen Moves, die einsetzen, ich kann die nachvollziehen, ich kann die verstehen. Aber das, ich würde es nicht hinkriegen einfach. Das ist der Hammer. Echt krass. So, jetzt müssen wir mal gucken. Verwirrung heilen. Ist das Verwirrung? Nein. Ich weiß wieder nicht, was es ist. Gift ist es nicht. Oder ist es Gift? Auch nicht. Blitz. Auch nicht. Was ist es denn wieder? Vergesslichkeit? Auch nicht. Rose? Stummheit. Balsam? okay. Ich werd's nie rausfinden, was es ist, ey. Keine Ahnung. So, okay. Warte mal, hier ist irgendwas. Die Karte hat rangezoomt. Da ist irgendwas, was uns wohl... einmal interessant sein könnte. Der Flo hat geresubbt. Guck mal, 13 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. Und da unten kommt das auch. Dankeschön. Da gibt's ein Handherz für dich, Flo. Dankeschön. Ja, ein Handherz. Super, doch. So. Wunderbar. Dankeschön. Der Flo. Was ist denn jetzt? Schokobon, ohne Werbung. So, jetzt sind die wieder eingepennt, ne? Ey, das ist unfassbar. Entweder sie pennen oder sie machen irgendwelchen anderen Quatsch. Der ist runtergefallen. Gut, gut, gut. Gleich. Verteidigung plus 50? Was passiert hier? Ich möchte es gar nicht wissen. Ich habe jetzt gerade irgendwie nur so halb aufgepasst. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das kostet ja nichts. Twitch Prime ist im Übrigen kostenlos. Nein, ist es nicht. Aber wenn man eh Amazon Prime hat, dann kann man einem Twitch-Streamer seiner Wahl gerne ein Abo dalassen. Und wenn ich das bin, dann ist das sehr lieb. Und da wird die Tür zugemacht. So, ich muss irgendwie diesen Kram hier mal loswerden unbedingt. Diesen blöden Status. Ansonsten sind meine Kämpfer ja zu nichts zu gebrauchen. Aber wir haben jetzt nochmal dieses Viech platt gemacht. Das ist doch schon mal wenigstens etwas. 2400 XP. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So kann es weitergehen. So, jetzt muss ich die wieder heilen. Ansonsten werde ich den Kram ja wieder nicht los. Halt hier. Was haben die denn? Die sind am... gar nichts. Okay, die haben keine Statusveränderung. Guck mal, hier geht's näher ran. Also ist hier irgendwas im Wald. Eine einsame Zunft. Gehen wir doch mal rein in die einsame Zunft. Dann ist es nicht mehr so einsam, wenn wir da sind. Definitiv. Ich wollte mal nach dem Ton gucken. Einen Moment. Irgendwie habe ich immer so ein Knacken auf dem Ohr. Ich habe heute irgendwas umgestellt. Ich hatte hier einen Puffer reingemacht. Setzen wir den mal ein bisschen hoch. Ich hoffe mal, jetzt knötert das nicht mehr so. Ach, schon wieder. Aber wahrscheinlich immer, wenn ich klein mache. Egal. So, was haben wir hier? Ein Haus. Nein, ich wollte nicht reinrennen. Halt! Ja, renn genau in den Ofen rein. Wie geil. Ich wollte hier gucken, ob hier was ist. Hier ist aber nichts. Kein Item, gar nichts. Schönen guten Tag. Wie kann man Ihnen helfen? Möchtet ihr mal meinen neuen Trank ausprobieren? Ich kenne dich nicht mal. Ja, komm, rein damit. Ein grauseliger Geschmack und Geruch breitet sich in ihrem Mund aus. Und nun? Ich wurde geheilt. Möchtet ihr mal meinen neuen Trank ausprobieren? Nein, ich das... Ich bin immer auf der Suche nach guten Versuchskaninchen. Du kannst jederzeit kommen. Nee, lass mal. Das muss nicht sein.
Dies ist die magische Gilde. Hier kannst du fortgeschrittene Magie erzeugen. Versuch es. Fortgeschrittene Magie? Ich brauche offensichtlich noch mehr Wappenbilder. Scheiße, deswegen ist die Liste auch so lang bei ihr. Oh Gott. Fluchwirkung. Ja gut, wenn man das gewusst hätte, ne? Heiliges Lieschen. Oh. Wo hat der Flo eigentlich so einen Lautsprecher hinter sich? Was ist denn das? Schaut ohne Audio zu. Der Flo schaut ohne Audio zu. Das ist ja wohl eine Frechheit. Na egal. Zweifache Angriffskraft. Aha, aha. Kampfquote verringern. Erschöpfung vermeiden. Das stimmt nicht. Jetzt ist es nicht mehr da. Hä? Das ist ja komisch. Egal. Antimagisches Feld. Tödlicher Schlag vermeiden. Oh, auch interessant. Ah, warte mal. Tödlichen Schlag vermeiden. Das klingt ja sehr gut. Wenn du gegen einen Boss kämpfst. Und du gibst einem diesen tödlichen, also diese Fluchwirkung-Dingens gelöt. Kann er dich nicht mehr umbringen. Hat sich verklickt. Achso. Kannst du in der Chat-Identität umstellen, die Icons? Achso, okay. Ah, okay. Was es alles gibt, ne? Twitch. Hm. So, Bomben-Gegenangriff. Aha. Kampfquote. Magisches Feld reflektieren. Wächter verwenden. Attrappe. Aha. Tor zu einer bekannten Stadt. Ah. Okay. Statussperre. Komplett TP wiederbeleben. Wow. Scheiße. Ich ärgere mich jetzt gerade, dass ich die ganzen Wappenbilder alle verballert habe für die ganzen anderen Sachen. Aber offensichtlich gibt es noch ein paar Wappenbilder, die wir uns holen können. Hm. Einige TP wiederherstellen für den Trupp. Oh, das ist ja auch geil. was mache ich denn jetzt? Komplette TP beleben. Oh, ich habe, glaube ich, nur ein Wappenbild. Aber ich würde, glaube ich... Überleg jetzt gerade. Komplette TP auf jeden Fall machen. Ja, mach mal. Binden wir den Zauber an dein Wappenbild. Ja. Diesen Zauber bitte umbenennen. High Heel. Nee, ich möchte keine High Heels. So, abgeschlossen. Sonst noch etwas. Oh, wir haben noch einen. Oh ja. Oh ja. Dann mache ich Wiederbelebung. Das ist ja geil. Wiederbelebung, ey. Nice. Ich kann endlich jemanden wiederbeleben, ohne dass ich diese Items dafür brauche. Wie geil ist das denn? Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's spannend. Ich glaube, wir haben die Hälfte des Spiels jetzt erreicht, weil jetzt kriegen wir diese ganzen Zauber, die in irgendeiner Art und Weise mal so sinnvoll sind. Sonst noch was? Ich habe keine Wappenbilder mehr. Es tut mir leid. Wenn ihr etwas benötigt, dann komm zurück. Ja, ja, ja. Wer bist du denn? Ich lebe hier seit einem Jahrzehnt als Einsiedler und erforsche die höheren Formen der Magie. Nun möchte ich das, was ich entdeckt habe, mit allen teilen. Ich überlege, mein Labor nach Edelheit zu verlegen. Ich glaube, für die Macht der elementaren Magie gibt es keine Grenzen. Um das zu beweisen, werde ich sogar noch mehr arbeiten. Tschüss. Okay, er hat sich wegteleportioniert. Auch nicht verkehrt. Kann man ja mal machen. Gut, ich glaube, wir sind hier fertig. Müssen wir uns aber merken, dass die Zaubergilde hier ist. Das ist wichtig. Wichtig und richtig. Hm. Da geht's nicht lang. Geht's hier über diese Steingedings? Ah ja, okay, geht es. Der Ton ist immer noch doof. Warum ist dem so? Hinterhalt, was seid ihr denn? Ihr seht ja mal richtig cool aus. Das sind mal Flughunde, würde ich sagen. Verfehlt. Ja, das tut mir aber leid. Okay, Gegenangriff. Direkt einer auf die Mütze. 672 Damage. Schön, 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 schön. Ein Garum. Garum heißt denn der so? Komischer Name. Na ja, egal. So, auch du kriegst gleich einen auf den Deckel. Wenn du so weitermachst, gibt's hier Ärger, ihr Freund. So nicht. Plopp. So, der erste ist schon mal platt. Da ist es doch schon mal gut. Boah, was haben die denn für eine Geschwindigkeit, ey? Ach so, die hat... Ah ja, wir hatten den Hinterhalt, deswegen.
Alles klar, Hinterhalt und die haben deswegen eher angegriffen. Ja, okay, okay, okay. Wir sind jetzt schon in der zweiten Runde sozusagen. Aha. Gut, den haben wir auch gleich. 721 Damage. Die hauen aber auch ordentlich raus, die Typen, ne? So. Okay. Auch der ist platt. Gut. Und was kriegen wir? 1950. Ja, Jack hat ein Level Up. Schön. Und noch ein paar Trankbären. Nice, 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 nice. So kann man arbeiten. Das ist, denke ich mal, ganz okay. So, wir machen auch gleich wieder eine Heilung. Da reicht eine kleine. So. Und dann hutschen wir hier mal durch die Berge. Beziehungsweise durch dieses, was auch immer es ist. Und da vorne habe ich jetzt schon ein Schloss oder sowas ähnliches gesehen. Oh! Mandragora! Sag mal, Tim? Heißt die Band von Cohen nicht so? Jetzt weiß ich, wo der seinen Namen her hat. Interessant. Nun, geht die Tür schon wieder auf, wie wenn eine Katze reingeschissen, oder? Wie geil ist das denn wieder, ey? Okay. Das ist eine alte Pflanze. Ah, okay. Ich hab nie gehört. Aha, aha, aha. Aber vielleicht hat er auch zu viel Wild Arms gespielt. Das könnte natürlich auch sein. So. Einmal wegblasten. Oh, kein Damage. Lähmungsdorn. Autsch. Oh, ey, und wieder getroffen, ne? Mann! Raketenwerfer. Bums, die Bums. Hoffentlich ist einer weg. What? Der hat jetzt mal eben 3000 HP abgezogen bekommen und lebt noch? Okay. Kann ich nicht verstehen, aber okay. Wie viel haben die denn? 3000 HP so ungefähr, ne? 3100 vielleicht. Okay. Ich benutze das Ding mal hier. Mal gucken, was bei rauskommt. Die Statusveränderungen wegmachen habe ich ja noch nicht. Ach komm, lass die mal so angreifen. Ist ja egal. Mandragora ist auch ein Ort in Österreich. Aha. Okay. Oh, siehst du, man lernt nie aus. Kreisch? Wieso darf denn der da zweimal angreifen? Au! Reicht's aber, du Penner. Mal gucken, ob ich noch so eine Glückskarte habe. Ach, oder? Ja. Habe ich noch so eine Glückskarte? Rudy ist jetzt dran. Habe ich noch so ein Ding? Zaubermöhre. Nee, ich habe keine Glückskarte mehr. Ach, schade. Das hätte mir jetzt bestimmt einen guten Boost gebracht. Ah, egal. Eine gemeine Alraune. Aha, okay. Genau, die Alraune. Ja. Ist klar. Stehe. Aber lustig. Das ist eine Band genauso heiß wie die Viecher. Geil. 3400 XP. Wow, das hat sich mal richtig gelohnt. Und 5000 Gold. Nice. Das ist mal richtig nice. So, wir haben jetzt wieder dieses komische Blitzdings da. Ich glaube, dafür brauchte ich Lähmung, war das, ne? Jo. Okay. Gut, das haben wir. Heilung.